Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sacred Conversations, Gespräche zwischen Mutter und Tochter im Rahmen der Lebensfreude Lounge. So schön, dass du wieder hier bei deinem Lieblingspodcast dabei bist. Ja, welcome, welcome. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, über was wir sprechen heute, haben wir gerade festgestellt, aber wir haben einfach mal losgelegt, so nach dem Motto, einfach mal Kamera an, Mikro an und los geht's. Und was mir so spontan in den Sinn kommt, ist, wie kreativ wir Menschen manchmal sind. Mhm. Wie kreativ wir manchmal sind, und wenn es uns langweilig ist, und das machen wir nicht bewusst, sondern auf der unbewussten Ebene geschieht das, und das meine ich jetzt durchaus ernst, mit einem gewissen Schalk im Nacken dennoch, dann kreieren wir uns Probleme, damit wir was zu tun haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, nur, du gehörst auch zu den, ich sage jetzt mal 10% der Menschen, und das meine ich jetzt ohne Bewertung und Beurteilung, die mehr vom Leben wollen, die hinter die Kulissen blicken wollen, die sich jetzt möglicherweise neu oder schon seit einer Weile, ich habe ja ganz früh damit angefangen, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen, wo kommen wir her, wo gehe ich hin, was soll das hier überhaupt auf der Erde, warum bin ich überhaupt hier? Wie ticken wir Menschen? Wie erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit? Das sind Dinge, die ich mir schon ganz früh gestellt habe, diese Fragen, die ich hinterfragen wollte. Und ich habe mich auch ganz oft falsch gefühlt, fehl am Platz gefühlt, gedacht, mit mir ist was falsch und so weiter und so fort. Und bin auch schon immer jemand gewesen, die sehr vielseitig interessiert ist, die gerne auch 5 Dinge auf einmal gemacht hat, die sich damit nicht überfordert gefühlt hat, sondern das hat einfach Freude gemacht. Und ich weiß noch so sehr, wie ich vom Umfeld dann oft gehört habe, jetzt bring doch mal eins erst zu Ende, du kannst doch nicht auf 1000 Hochzeiten tanzen und, und. Und es geht auch in meiner Welt nicht darum, auf 1000 Hochzeiten zu tanzen. Es geht schon darum, fokussiert zu sein, gerade wenn ich es jetzt aufs Business beziehe. Als ich angefangen habe, da war ich schon so mit einem Spaghetti-Prinzip unterwegs, also alle ansprechen, versuchen alle anzusprechen, und letzten Endes habe ich niemand angesprochen. Also da geht es schon darum, klar zu wissen, für wen bin ich da, für wen nicht, also schon so eine klare Positionierung. Und diese Vielseitigkeit, die mich aber ausmacht, das ist jetzt so ein Knackpunkt, die aber in allen Lebensbereichen, sei es im Business, innerhalb der Familie, mit mir selbst, das zutage zu bringen und mich da auf allen Ebenen auszutoben, das ist damit gemeint, dass ich niemand bin und du vermutlich, wo du uns hier zuschaust oder zuhörst, auch nicht, die sich nur mit einer Sache zufrieden gibt. Dann ist uns langweilig. Du gehörst auch so wenig wie ich zu denjenigen, die sich damit zufrieden geben, von Montag bis Freitag Aktenordner von links nach rechts zu schieben, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Du willst mehr vom Leben und du bist so vielseitig interessiert, und all diese Talente und Fähigkeiten, die darf man durchaus auch ausleben. Und das ist damit gemeint, wenn uns dann langweilig ist, dann machen wir irgendwas und erschaffen uns Probleme, schaffen uns Herausforderungen. Manchmal größere Herausforderungen, das kann aber auch manchmal sein, dass man sich einfach nur flapsig irgendwie in der Küche anstellt. Man hat eigentlich gerade nichts zu tun und denkt, was mache ich denn jetzt noch? Und schwupp,
wirft man ein Glas runter oder die volle Tasse fällt runter, damit man was zu tun hat, ne? Damit man die Küche mal kurz putzen kann oder solche Dinge. Das klingt jetzt alles ein bisschen banal, aber da ist schon ein gewisser Ernst dahinter, wenn du dich mal in deinem Leben beobachtest. Das Ding dabei ist, die Botschaft, die ich damit übermitteln wollte, du kommst auch gleich noch zu Wort, noch ein Satz. Ja, wenn wir nicht wissen, über was wir sprechen, dann müssen wir es fließen lassen. Ne? Wenn du das mal unter dem Aspekt siehst, wie unbewusst kreativ du bist, was für eine unbewusste Kreativität du bis eben an den Tag gelegt hast, dir Dinge im Leben erschaffen hast, kleinere, größere Herausforderungen, damit du was zu tun hast, um die zu lösen, und du hast auch immer alles wunderbar gelöst, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, ging ja immer irgendwie weiter. Das heißt ja, die Botschaft für dich, die ich dir damit geben möchte, ist, wie sehr kreativ du bist. Und wenn du das erkannt hast, die kreative Ader, die Kreativität, die ist ja da. Die darfst du jetzt nur beginnen, so einzusetzen, um dir damit deine Lebenswirklichkeit so zu erschaffen, wie du es eigentlich wirklich gerne hättest. Ich nehme schon mal vorweg, komm in Divinity, komm in Divinity, ins Signature-Programm. Genau da beschäftigen wir uns nämlich damit, dass wir mal diese Konditionierungen lösen und das, was da so in unserem Unterbewusstsein diese Sachen immer wieder kreiert, was bei uns immer noch passiert, gelegentlich. Aber wir gehen viel bewusster damit um, und wenn du damit bewusst umgehst, dann fängst du ja schon wieder an, dein Leben ja bewusst zu gestalten. Und mir ist gerade ein Zitat eingefallen, das mein Partner mir gestern noch, woran mein Partner mich gestern noch erinnert hat. Nichts ist so gut, nichts ist so schwer zu ertragen wie eine Reihe von guten Tagen. Und das trifft es eigentlich ziemlich auf den Punkt, und es ist so, es ist wirklich so banal und es klingt so blöd. Aber wir Menschen erschaffen uns Herausforderungen. Wir wollen ja auch gefordert werden. Ja, ist ja logisch. Wir wollen gefordert und gefördert werden. Und wir wollen ja auch wachsen. Das liegt ja in unserer Natur. Manche beschäftigen sich mehr damit, manche weniger. Aber es liegt in unserer Natur zu wachsen. Das ist ja das Leben. Ne? Und wir wachsen natürlich auch an unseren Herausforderungen. Die Sache ist nur, dass wenn wir nicht bewusst rausgehen und bewusst sagen, hey, ich will jetzt irgendwie was verändern oder ich will jetzt was Bestimmtes erreichen oder ich will aus einer bestimmten Situation raus, dann fangen wir an, uns irgendwie so ganz, ganz viele kleine und große Situationen zu erschaffen, die uns herausfordern, aber die einfach auch nicht sein müssen, sag ich mal. Mhm. Nicht, dass damit irgendwie was falsch ist oder so, oder das ist besser oder schlechter, das ist alles auch nur so eine menschliche Bewertung. Aber indem ich mich ganz bewusst zum Beispiel damit beschäftige, aus der Komfortzone rauszugehen oder neue Dinge auszuprobieren, oder mich damit beschäftige, ja, einfach mit mir selbst beschäftige und mit dem, was so in mir los ist, dann werde ich mir viel weniger Situationen kreieren, in die ich nicht reingeraten möchte. Mhm. Ja? Und so gewinnen wir so eine gewisse Kontrolle, in Anführungsstrichen, übers Leben wieder, dass wir wirklich wieder das Leben bewusst gestalten und dem Leben unsere Richtung geben, ohne das Leben jetzt zu erzwingen. Aber wir gehen dann, meiner Meinung nach, ist das dann die Richtung, wo das Leben uns auch wirklich haben will. Weil indem wir sagen, hey, ich will da lang gehen, nicht von hier, also vom Kopf, sondern vom Herzen, wenn ich sage, ich folge jetzt meinem Herzen und ich gehe diesen Weg, Divinity, hier wieder das Stichwort, dann folge ich ja dem Leben. Und dann brauche ich auch tatsächlich gar nicht mehr so das starke Gefühl, ich muss irgendwas kontrollieren oder ich muss mein Leben beherrschen oder ihm meine Richtung aufzwängen oder so, weil das ist ja schon die vom Leben gewollte Richtung, die hier bei uns im Herzen abgespeichert ist und schon so wie so eine Wegbeschreibung einfach abgespeichert ist. Und wir dürfen da einfach losgehen und dann werden wir uns auch eben die Herausforderungen kreieren, die wirklich für uns förderlich sind. Mhm. Ja. Wir können im Grunde genommen nichts kontrollieren. Wir können das Leben nicht kontrollieren.
Selbst wenn wir irgendwas trinken, nur mal als Beispiel, ich trinke einen Schluck Tee, ich kann nicht kontrollieren, was meine Zellen damit machen. Das ist ja alles auf Automatismus gestellt, das ist ja auch gut so. Die Zellteilung, das, was alles ständig um uns sich bewegt, auch wenn da feste Materie steht, es ist ja alles in Bewegung, es gibt keinen Stillstand. Und davon kann ich nichts kontrollieren, weder meinen eigenen Körper, ja, ich kann kontrollieren, wenn ich jetzt hier was greifen will, das schon, aber alles andere kann ich nicht kontrollieren. Und wenn wir das uns mal als Beispiel nehmen, das hat mir mal geholfen, in Anführungsstrichen Kontrolle loszulassen, mich dem Leben hinzugeben, mich darin zu üben, mit dem Universum zu kommunizieren, wie mit einer guten Freundin. Und das ist so sensationell, habe ich heute Morgen gerade noch drüber gestaunt, auf welche Art und Weise das Universum mit uns kommuniziert. Das hätte ich auf die Art und Weise, ich sage jetzt mal vor ein paar Jahren so, noch gar nicht wahrgenommen. Das ist sensationell, und wenn man so in Kontakt mit dem universellen Feld ist, mit Gott, das ist ja gleich, welchen Namen bei dieser Energie geben, dann wird klar, dass wir absolut nichts kontrollieren können und wie großartig das Leben ist, wenn wir uns dem Leben hingeben, unseren Impulsen folgen, wirklich Impulse, nicht dem Bauchgefühl, das hat nochmal was mit unserem Kopfgehirn zu tun, da gibt es einen riesen Unterschied. Das, was aus dem Herzen, aus der Seele kommt, das ist immer der erste Impuls, und dann entstehen großartige, wundersame Dinge. Dann werden wir uns immer mehr unserer wahren Schöpferkraft bewusst, und erinnern uns zurück ein Stück weit, wer wir selbst wirklich sind. Unendlich große Wesen, die sich niemals Situationen ohnmächtig ausgeliefert fühlen müssen. Weder Sprachjargon uns ja eigentlich sagt schon, ich fühle mich dem jetzt ohnmächtig ausgeliefert. Die Wahrheit ist ja, dass ich es nicht bin. Das ist ja unser Sprachjargon. Ich fühle dies, ich fühle das. Und wir selbst jederzeit in der Hand haben, uns die Frage zu stellen, wie genau will ich es jetzt eigentlich selbst wirklich haben, Impulse empfangen und dann loszugehen. Das ist natürlich Training, aber das ist die Rückerinnerung, Divinity, an die eigene wahre Göttlichkeit. Kleiner Impuls dazu, falls du noch sagst, oder was heißt noch, falls du eher so sagst, so ich bin aufgewühlt, ich bin ängstlich, ich bin aufgeregt, da vielleicht schon mal so einen kleinen Switch machen zu ich fühle Aufregung, ich fühle Angst, ich fühle, was war mein erstes Beispiel? Ich fühle das einfach. Also ich nehme das wahr, ich spüre das und nicht dieses Ich Bin, weil dann fange ich an, mich mit meinen Gefühlen zu identifizieren, und dann fange ich auch an, die Angst, die Aufregung, die Nervosität zu einem Teil von mir zu machen, zu einem Teil von mir und meiner Persönlichkeit. Und das ist ja jetzt nicht das, was wir in unserer Persönlichkeit in Anführungsstrichen fördern wollen. Es ist da und es darf auch da sein und es ist auch mal Teil des Lebens, ja, aber es ist nicht Teil deiner wahren Essenz, behaupte ich jetzt mal. Und mir kam auch gerade noch der Gedanke, Thema Kontrolle und Hingabe. Manche wissen es ziemlich genau, dass sie sehr gern die Kontrolle einfach übers Leben haben. Bei manchen ist es eher noch so ein unbewusstes Thema. Das äußert sich dann dadurch, dass man sich ständig eben so ohnmächtig ausgeliefert fühlt oder irgendwie ständig so die Energie nicht halten kann im Raum. Und die Sache ist die, wenn wir wirklich in die Hingabe gehen des Lebens und wirklich mit dem Leben gehen, dann haben wir erstens natürlich nicht mehr das Gefühl ab einem gewissen Punkt, dass wir noch Kontrolle brauchen. Und vor allem gehen wir dann auch nicht mehr so in diese Ablehnung und uns geht es dann auch nicht mehr schlecht. Weil, wenn ich mich dem Leben hingebe und einfach mit diesem Fluss quasi gehe, das Leben führt uns ja immer zu den perfekten Punkten. Und ich gehe dann einfach nur mit
Und ich höre dann auch auf zu bewerten, was jetzt gut ist und was schlecht ist, was ein Problem ist, was eine Herausforderung ist oder was jetzt einfach nur Next Step ist und hole da komplett die Bewertung raus. Ich gehe einfach nur mit dem Leben mit und mir wird es dann nicht mehr schlecht gehen, weil ich einfach das Leben so nehmen kann, wie es ist und mich hingeben kann. Und weil ich weiß, dass das jetzt wirklich mein Next Step ist, dass das Leben weitergeht, dass ich nicht einen Rückschritt gemacht habe, weil ich gewisse Dinge wieder mache, von denen ich mir eigentlich geschworen habe, sie nicht mehr zu machen, oder weil ich meinen Vorsatz gebrochen habe, oder weil ich mich in einer Situation wiederfinde, wo ich denke, was ist denn hier los? Sondern ich folge einfach dem Leben und ich weiß, das Leben geht immer weiter. In jedem Moment, von Moment zu Moment zu Moment, bin ich immer wieder ein neuer Mensch, bin ich immer wieder ein Stück weiterentwickelt. Und gerade gestern habe ich mit meinem Partner darüber telefoniert, wir haben darüber gesprochen, dass wir jetzt gerade auch in einer interessanten Situation stecken, im Außen gesehen. Und ich fand es so spannend, wir haben so darüber geredet, wie es im Außen aussieht und wie es im Inneren aussieht. Und ich habe ihm so ein bisschen erzählt, wie es mir so geht. Und ich denke, da können viele das auch verstehen, was ich meine. Oder vielmehr, ja egal, ich erzähle einfach mal, bei mir war es halt so, oder ist es halt so, ich merke, da ist halt was im Außen, was gerade so passiert, ohne jetzt da näher drauf einzugehen. Und ich merke im Inneren, wie mein Herz so in einer ganz bestimmten Ruhe ist. So ganz entspannt ist und mir immer wieder sagt, hey, es ist alles gut. Hey, ich freue mich gerade. Hey, ich bin glücklich. Hier ist Freude. Und hey, alles ist gut. Wir vertrauen. Wir gehen einfach weiter. Und das zieht sich, diese Freude und diese innere Zufriedenheit und Gelassenheit vor allem, die zieht sich durch mich wie so eine Linie, sehr, sehr gerade. Und ich merke auch immer wieder gleichzeitig, wie mein Kopf einsetzt und wie mein Kopf mir dann erzählen will, so an dieser Linie so rumtippelt und sagt, hey, Madeleine, sollten wir uns darüber nicht mal Gedanken machen? Guck mal, also bist du überhaupt verbunden genug? Müssten wir nicht Angst haben? Du müsstest eigentlich Angst fühlen. Du bist nicht verbunden genug. Schau mal da. Oder ist es jetzt nicht ein bisschen naiv zu sagen, ja, du freust dich und du bist glücklich und du hast Vertrauen? Ich meine, guck dir diese Situation mal an. Und so. Und mein Herz ist die ganze Zeit so zurückgelehnt und sagt so, hey, alles gut. Entspann dich, alles cool. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Linie bleibt gerade. Und das ist mir gestern so extrem aufgefallen, als wir darüber gesprochen haben, wie das früher bei mir war. Weil diese Linie hatte ich nicht so immer. Die war früher so eine Wellenform. Mhm. Die war dann gut und dann ging es mir gut. Und ja, yeah, es ist alles toll und so. Und dann kam was und ist alles in den Keller gegangen. Alles abgesackt. Okay, ja, mein Gott, ne, dann ging es mir wieder gut und ja, alles schön und so. Und dann ging es wieder runter. Und was ich sehr spannend fand, ich erinnere mich noch an so eine bestimmte Zeit, ich weiß, das war 2016. Mir ging es eine Weile lang wirklich gut. Oder es war sogar später nochmal so eine Situation. Mir ging es eine Weile wirklich gut und dann war mir das Ganze so suspekt. Dass ich nur darauf gewartet habe, dass jetzt was passieren wird. Ich hatte auch, es war ziemlich am Anfang von meiner Beziehung mit meinem Partner, es war alles so schön und es war alles so gut. Ich hatte teilweise Angst, dass ihm was zustößt, weil ich gedacht habe, es läuft gerade so gut, da kommt irgendwas ganz Böses auf mich zu. Und dieses Mindset dürfen wir wirklich shiften. Und wenn wir dieses Mindset shiften, dann geht das auch nicht mehr in so Wellen, sondern dann bleibt die Linie wirklich konstant. Weil ich merke, wie mein Kopf immer wieder irgendwie sowas erzählen will und sagen will, hey, du müsstest, du solltest, müssen wir nicht mal darüber nachdenken, sollten wir nicht eigentlich Angst haben, sollten wir jetzt nicht ausrasten und irgendwie, ne, müsste nicht irgendwas anders sein.
Und mein Herz ist aber die ganze Zeit in so einem sehr, sehr relaxten State von, ich bin einfach in der Freude. Und es macht so keinen Sinn, weil ich merke richtig, wie dann diese Unterschiede aufeinanderprallen, dieses, ich bin so in der Freude, mein Herz ist mit Freude erfüllt und drumherum liegt so ein Geschwader von Angst und Gedanken und wie soll das alles funktionieren? Und ich merke einfach ganz genau, das ist einfach nur das Ego und der Kopf. Und das ist auch alles gar nicht schlimm, weil ich in diesem inneren Sturm, sag ich jetzt mal, so voll auch da einfach so da sitzen kann und das beobachten kann. Weil innerlich so die Kernfrequenz ist ja einfach nur Freude und Entspannung und die das einfach so beobachtet. Und ich kann mich immer entscheiden, ganz bewusst entscheiden, wo steige ich ein? Steige ich ein in die Freude und in die Entspannung und lehne ich mich zurück und beobachte das einfach nur, was da passiert? Oder steige ich ins Gedankenkarussell ein und fange an mit Kopfkino und mir irgendwelche Worst-Case-Szenarien auszumalen? Mhm. Also, was das angeht, da haben wir wirklich, das ist das, wo Glück eine Entscheidung ist. Und an diesen Punkt darf man natürlich auch erstmal kommen. Das ist ja genau das, was wir in Divinity, unserem Signature-Programm, machen. Wo wir wirklich mal diese konstante Linie schaffen, damit das Leben nicht immer wie so eine Cosinus-Sinus-Welle läuft, sondern wirklich mal ein innerer Zustand erreicht wird, wo du relaxed bist und wo du in der Freude bist. Und dann kannst du einfach nur das Spektakel des Lebens beobachten. Das ist, und dann ist das Leben, erstens, es ist so viel leichter und es ist so, oh, ich bin entspannt. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Und vor allem ist es dann einfach schön auch, das Leben wird dadurch noch so viel schöner, weil du bemerkst, wie wundersam auch deine Gedanken sind, wie wundersam auch dein Ego ist und dass du das einfach beobachtest und siehst, wie so eine spannende Serie oder ein Film, wo du sagst, okay, das ist ja jetzt interessant, ich gucke mir das einfach mal an. Und aber ich weiß, es ist nur ein Film, der da geschoben wird und ich weiß, das ist nicht die Realität, weil die Realität ist die Linie in meinem Herzen. Ja, das Leben wird tatsächlich mit so viel mehr Bewusstheit entspannter, weil man nicht in der Kontrollfunktion ist, sondern in der Beobachterrolle seiner selbst. Das merke ich bei mir auch so oft, wo ich in der Beobachterrolle meiner selbst bin. War gerade heute Morgen so eine Situation, als wir vom Strand gekommen sind. Ich hatte ja Sport gemacht, bisschen Joggen, dann noch ins Meer gehüpft und ich hatte, wie man das so schön sagt, so einen toten Punkt und habe so einfach von mir gegeben, oh, ich fühle mich gerade müde. Und habe sofort einen Gedankenstopp gemacht und habe dann mich gefragt, wie will ich mich denn fühlen? Ich will hellwach und topfit sein. Und das ist eine Entscheidung, ja? Weil ich habe ja geschlafen heute Nacht, ich habe auch gestern nicht irgendwie Alkohol oder was getrunken, wo mein Körper deshalb müde sein könnte oder was. Es ist immer alles eine Entscheidung. Und das ist schön, wenn man so ein bewussteres Leben führt und sich seiner wahren Kraft, Größe, Stärke, Energie bewusst ist und weiß, wie ich immer wieder Situationen switchen kann, energetisch, weil es ist ja einfach alles eine große Energie. Eine große göttliche Energie, in der alles miteinander verbunden ist. Und das ist das Bewusstmachen in Divinity, genau. Genau, diese Rückverbindung von Divinity. Und ja, den Link findest du natürlich unter dem Video, unter der Audio, egal wo du den Podcast anhörst, anschaust. Und teil auch absolut gern mal deine Gedanken dazu mit uns in den Kommentaren und teil das auch gerne mit deinen liebsten Menschen, die du das gerne auch alles wissen und hören lassen willst. Ansonsten sage ich Ahei. Ahei.